Feed des Hedgehog, treff mich unten bei der Hütte und wir gehen mal richtiges Wild jagen. Das hatten wir schon. E-Mail. Schreibt er ans E-Mail. Trevor kennt sich doch nicht mit E-Mails aus. Ja, Autos, Guns, Ammunition, Jimmy. Jimmy D, der krasse Checker, bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe, voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter, lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen. Und so, oh Mann, Jimmy. So. Nein, das muss ein Doppelgänger sein oder so. Was, Brad? Antwort, Antwort, Hi T, ich bin's Brad aus dem Knast. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mehr vorbei und besuchst mich, Brad? Oh Gott. Tu Trevor nicht verärgern mit solchen scheiß SMS. Irgendwann tickt er noch aus und bringt euch alle um hier. T, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich. Ah, wir vermissen dich wirklich, wir vermissen dich wirklich. Hör zu, hier haben überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber und es ist schwer für mich als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst und für immer hier bleibst, so wie wir es besprochen haben. Ich habe Angst, dass dich die Ex-Menschen in Los Santos erwischen. Sie sind da, die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben seit deinem letzten Besuch. Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt, aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So ein paar Chinesen haben hier rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind das die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist, aber das konnte ich noch nicht bestätigen. Naja, wie dem auch sei, ich vermisse dich, dein Geschäftsführer kommissarisch. Ron? Eieiei. Was war da oben gerade? Ne, irgendeine Essenswerbung? Ist ja auch so ein Ding, was ich jetzt mitbekommen habe mit diesen... Mit dieser Kaloriensteuer, was sie einführen wollen, dass Nahrungsmittel mit 275 Kilokalorien auf 100 Gramm gerechnet mehr oder entweder so viel oder mehr besitzen. Also 100 Gramm Nahrungsmittel, wenn die mehr Kilokalorien besitzen wie 275 Gramm, dann sollen die Nahrungsmittel teurer werden um 3,5% oder sowas. Cola zum Beispiel soll sogar um 9% oder so teurer werden. Es ist so, künftig die Leute davon abhalten wollen, fette Sachen zu kaufen. So, können wir hier den... So. Wow. Komm schon! Komm schon! Jawohl! Jawohl, 6000 haben wir mitgenommen. Jeha! Ab geht's hier. Haben wir erstmal einen Geldtransporter überfallen. Woohoo! Da sind schon die Bullen. Schnell die Fliege machen hier. Vor allem, wenn wir hier rein, ist zwar ein bisschen eng, aber ach, da können wir uns schon durchquetschen. So, hier werden wir es hoffentlich los. Wow. Ach du Heiliger. Jetzt kommen die Bullen auch schon wieder von hinten an. Unverschämt, unverschämt. Oh, hier sogar eine Straßenbahn. Habe ich mir das noch nie aufgefallen. Wow. Mann, damn, wirklich. Haut mir ab von der Pelle. Leckt mich. Und bleibt von mir fern. Wow. Hier rein. Mann, ich bin ja zu dumm, vor der Polizei abzuhauen. Vor allem mit Travers blöder Kiste mal, um so ehrlich zu sein. Wow, da ist wohl Polizei. Hauptquartier, wa? Oh Gott, Trevor. Ein Auto macht es ja auch nicht mehr lang. Wir müssen irgendwie hier Gegenden finden, wo wir uns durch kleine Straßen zwängen können. Ach, hier kommt auch eine von der Seite. Das gibt's da nicht. Fahren wir mal hier durch. Boah, erstmal die Leute umgemäht. So.
Jetzt hängen wir die langsam ab hier. Fahren wir mal hier rein. Jawohl, hier kann die uns jetzt bestimmt nicht finden. So, bleiben wir einfach mal hier stehen. Und behalten die Lage im Auge. So, solange die jetzt nicht hier links reinfährt. Die fährt bestimmt hier lang. Hey, Trevor, schnell hier hinten verstecken. So, wir dürfen uns eigentlich nicht sehen. Wow, jawoll, die kommt hier reingefahren, die Kackbulle. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr, oder? Scheiße, wieso kommt denn die da reingefahren? Mann, jetzt darf ich wieder zusehen, wo ich hier entkomme. Ach, nee, oder? Nicht gut. Gar nicht gut. 2 Sterne, komm, die müssen doch entfernbar sein. Wow. Ja. Haut mir ab. Ihr scheiß Bullen. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Ich habe wichtigere Geschäfte zu erledigen, als euch abzuhängen. Oh Gott. Ja, wir hinterlassen hier wirklich eine Schneise der Verwüstung. So werden die uns sicher immer finden. Ah, unser Wagen lenkt auch nicht mehr richtig. Das ist das Problem. Das ist ein Problem unserer Probleme. Sagen wir es mal so. Oh Gott, ich glaube nicht, dass wir mit der Karre noch groß abhauen können. Wir sollten uns vielleicht doch lieber was anderes suchen. Wo können wir jetzt abhauen? Ich versuche nochmal hier reinzufahren, wo wir eben schon gewesen sind. Vielleicht sehen die uns ja jetzt hier nicht. Nein, die fahren auch da lang. Scheiße. So, vielleicht der hier. So, sie sind weg. Sie sind weg. Sie sehen uns gerade nicht. Sie sehen uns gerade nicht. Fahre ich mal hier durch. So, hier sollten wir uns doch verstecken können. Da hinten waren wir doch schon mal, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, ich denke nicht, dass die hier lang fahren. Würde mich sehr wundern. Jawohl, jetzt sind sie weg. Endlich. So. Jetzt können wir unseren Weg fortsetzen hier. Endlich mal. Das gibt's doch nicht. Zu Barry. So, Trevor. Dann fahren wir jetzt mal zu Barry. Nicht zum Great Barrier Reef, sondern zu Barry. Einfach nur Barry. So, dann sind wir auch gleich da. Wir haben uns ja nicht zu weit weg bewegt. Ist da ein... Da ist ein Dieb. Nicht schon wieder diese Biker. Ja, er jackt all dein Money, das ist mir klar, aber... Nee, ich habe jetzt wirklich ehrlich gesagt keinen Bock, den zu jagen. Wo ist denn jetzt Barry? Hä? Ist Barry weg? Hier war doch Barry die ganze Zeit. Wieso ist der jetzt weg? Versteht das jemand? Der war doch hier die ganze Zeit. Ja, jetzt ist er weg. Keine Ahnung, durch was, aber wieso ist der jetzt weg? Das gibt's doch nicht. Na toll, naja, gut. Fahren wir halt mal zu Franklin. Da sind wir auch nicht allzu weit entfernt von. Dann fahren wir halt zu Franklin. Ey, der Dieb hat jetzt alles kaputt gemacht. Er hat Barry irgendwie weggemacht, keine Ahnung. Da ist schon wieder B, jetzt ist es doch wieder da. Moment. Jetzt ist es doch wieder da.
Ich will zu diesem Barry. Das kann doch nicht sein, dass der mal da ist und mal nicht. Boah, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Gib mir deine Karre. Ich will nicht mehr mit der Karre fahren, mit der ich... So. Mit der ich kaum noch lenken kann. Dann nehme ich mir lieber eine neue. So. Wir sind doch hier in GTA und nicht im... im Himmel. So, die ist auch nicht schlecht, die Orange, ne? Aber wir versuchen es mal mit dem hier. Und hier muss wohl Barry sein, irgendwo. Ach, der sitzt da wahrscheinlich. Ja, seriously. So, der da bestimmt. Nee. Ach, der da. Oh Gott, auch der. Ist doch wieder der, oder? The most important fight of all. No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drink. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. It's really good weed. Na. Give it here. So, jetzt muss Trevor auch noch da durch. Eieiei. Jetzt werden wir schon wieder Aliens sehen. It's a real mellow contemplative high that comes from you. Wow. Ach, Clowns? Müssen wir mit Trevor jagen? Keine Aliens, sondern Clowns? Eieiei. Eieiei. So, eieiei. Habt ihr Schnauze voll von diesen Clowns? Heieiei. What the fuck is happening? Was zum Teufel ist denn los? Ja, da kommen Clowns raus. Wie viele denn noch? Das ist eine... Wow, Trevor ist... Ach du Scheiße, habe ich mich zu nah an das Ding gestellt? Scheiße. Ich dachte, er kann da nicht sterben. Okay, die Explosion war wohl zu heftig für Trevor. Hätten wir wissen müssen, dass wir uns nicht so nah daran begeben dürfen. Auch wenn wir in einer Traumwelt sind. Na gut, dann nochmal. Auf gegen die Clowns. Und schön, dass Trevor nur einen Schuss braucht. So, nochmal zwei. So, um dass sich die Clowns regenerieren. So, Clown-Transporter ist zerstört. Zack, der ist umgebracht. Da hinten rennt noch einer rum. Baff. Wow. Bam. Bam. Zack. Welche jetzt? Oh nee, da kommt noch einer. Na, nachladen. So viele. Jawohl. Eieiei. Das sind ja ganz schön viele. Eieiei.
So, das sind ja haufenweise. Müssen wir jetzt dahinter? What the hell did I just smoke? Was zum Teufel hast du geraucht, Trevor? Das frage ich mich allen Ernstes auch. Wow. Ach, hier können wir kein Spezial einsetzen, keine Spezialwaffe oder Spezialfähigkeit. So, komm schon. Es muss doch gehen, diese Dinger zu zerstören.